Deutschland im 21. Jahrhundert, die Zukunft der jungen Generation liegt am Boden. Jedes vierte Kind lebt unter der Armutsgrenze. Es fehlen allein 34 Milliarden Euro, um wenigstens die überall in Deutschland maroden Schulgebäude zu sanieren. Und fast 330.000 Jugendliche finden keinen Ausbildungsplatz. Besserung ist nicht in Sicht. Die neue Bundesregierung wird den Kurs der letzten Jahrzehnte fortsetzen und weiter alles tun, um den Besitzern von Industrie und Bankwesen den Hintern zu pudern. Also, die wenigen Reichen werden immer reicher, während die riesige Mehrheit der Bevölkerung in die Röhre guckt. Schauen wir ein bisschen in die Vergangenheit. Heute vor 200 Jahren wurde Karl Marx geboren, in einer Zeit, in der der Kapitalismus entstand, die Gesellschaftsform, in der wir auch heute noch leben. Marx hat sich zusammen mit Friedrich Engels, einem anderen Bartträger, den Kapitalismus näher angeschaut. Wo kommt der eigentlich her? Wieso ist er so, wie er ist? Wer beutet wen, warum aus? Aber vor allem, und das ist bei Marx das Besondere, wie können wir ihn überwinden? Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Durch das Erkennen dieser Welt mit ihren Grausamkeiten und der Möglichkeit, diese Grausamkeiten zu überwinden. Das wiederum schaffen wir nur gemeinsam, indem wir uns organisieren und die grundlegenden Probleme beseitigen. Seitdem ist reichlich Zeit ins Land gegangen. Politiker kommen und gehen, Deutschland wurde gegründet, umbenannt, geteilt, wiedervereinigt. Praktische Dinge wie der Kühlschrank und weniger praktische Dinge wie der Fidget Spinner wurden erfunden. Und insgesamt kommt uns 1818 unendlich weit weg vor. Zwei wesentliche Dinge haben sich aber nicht geändert. Der Grund, warum unsere Welt am Boden liegt, ist der gleiche wie damals. Es ist die Herrschaft der großen Banken und Konzerne, deren Profitgier unseren Alltag bestimmt. Außerdem versuchen wir auch heute, ganz im Sinne von Marx, unsere Welt zu erkennen und vor allem sie zu verändern. So wie sie jetzt ist, kann sie nicht bleiben. Darum kämpf auch du mit uns für eine andere, eine bessere Welt. Eine Welt ohne kapitalistische Ausbeutung.